Ich darf Ihnen einige Beispiele vorlesen, die ich von unserem Energiesprecher, den Herrn Abgeordneten Alois Scholl aus Niederösterreich, vor kurzem bekommen habe und zeigen, wie es den Menschen eigentlich wirklich geht, abseits der Statistiken, abseits der Regierungsshow. Da gibt es eine Frau, die Frau A. St. Valentin, die ist im Bereich der Kinderbetreuung tätig und verdient 1.024 Euro netto. Die hat bis jetzt im Quartal 312 Euro fürs Gas bezahlt. Die hat jetzt eine Nachzahlung von über 4.000 Euro zahlen müssen und die neue Vorschreibung fürs Quartal von 312 Euro auf 1.435 Euro. Es gibt eine Frau D. aus Schwanenstadt, das ist eine 91-jährige Pensionistin, die hat 1.200 Euro Pension. Die Abrechnung Gas im Monat im Jahr 2022 171,60. Die neue Vorschreibung für 2023 937 Euro. Die Familie sagt, sie müssen das Haus verkaufen. Dann gibt es den Herrn R. aus St. Valentin, der hat Stromabrechnung im Quartal 2022 182 Euro, neue Vorschreibung 668 Euro. Und schon etwas her, ich erzähle das immer wieder, weil sie auch möchte, dass ich es erzähle, hat mich mit einer jungen Frau gesprochen, die ist Friseurin, wohnt in Wiener Neustadt, pendelt nach Wien und hat bis im letzten Jahr 600 Euro Miete und ungefähr 200 Euro für Energie aufwenden müssen. Dazu kommt noch das Pendeln. Verdient ungefähr 1.200 Euro netto. Die Neuenergievorschreibung sind 600 Euro. Das heißt, das ganze Gehalt geht für Miete und für Energie drauf. Und das ist die Situation, wie sie wirklich ist in Österreich. Und wir erleben eine Regierung, die scheinbar dieses Thema aufgegeben hat. Bei der Regierungsklausur war das Thema Teuerung nicht vorhanden. Es hat die Bundesregierung nicht interessiert. Und scheinbar interessiert es die Bundesregierung auch weiter nicht. Aber uns schon, sehr geehrte Damen und Herren, uns ist es wichtig, wie es den Menschen in Österreich geht. Uns ist es wichtig, dagegen was zu unternehmen, dass Menschen verzweifeln an den Kosten. Und das ist Faktum, sie verzweifeln. Und deshalb haben wir auch eine Sondersitzung einberufen, eine Sondersitzung, die meines Wissens nächste Woche stattfinden wird, um hier den Bundeskanzler auf das anzusprechen, um hier den Herrn Nehammer zu fragen, Herr Nehammer, warum lassen Sie das zu? Warum tun Sie nichts dagegen? Und es geht ja, dass man was dagegen tun kann. Es ist ja möglich. Andere Länder zeigen uns das vor, geschätzte Damen und Herren. Wenn man Frankreich oder Spanien anschaut, so haben die hohen Energiepreise nicht ungezügelt auf die Bevölkerung losgelassen. Frankreich hat den Energiemarkt für private Haushalte reguliert. Spanien, Portugal haben die Gaspreise von den Strompreisen entkoppelt. Und in Deutschland wurde eine Gaspreisbremse, so ähnlich wie wir es auch vorgeschlagen haben, installiert. Und auch bei den Mieten ist in anderen Ländern eingegriffen worden. Spanien und Portugal haben mit 2% die Erhöhungen gedeckelt. In Dänemark sind Mieterhöhungen in privaten Mietwohnungen 2023 und 2024 auf maximal 4% begrenzt worden. Und diese Maßnahmen, die kosten kein Steuergeld. Die reduzieren nur die Gewinne der Immobilienwirtschaft. Das ist die einzige Auswirkung, die es hier gibt. Das Ergebnis: In Spanien liegt die Inflationsrate bei 5,6%, in Frankreich 6,7%, das sind jetzt die Dezemberwerte, und in Deutschland aufgrund der Gaspreisbremse, die im Dezember das erste Mal gewirkt hat, 8,6%. Österreich 10,2%. Wir wissen auch schwarz auf weiß, wie jetzt die Strompreisbremse von der Bundesregierung wirkt.
nämlich sie drückt die Inflation um lediglich 0,6%. Alles, was die Bundesregierung bis jetzt zustande gebracht hat, mit den Milliarden, die ausgegeben wurden, mit den vielen, vielen Milliarden, die man irgendwer zurückzahlen muss, hat bewirkt, dass die Inflation lediglich laut Statistik um 0,6% sinkt. In Deutschland sinkt sie durch die Gaspreisbremse um mehr als das Dreifache, nämlich um 2%. Die Regierung hat es geschafft, 38 Milliarden Euro unter dem Titel Teuerung auszugeben. Die Inflation wurde dabei kaum bis gar nicht gesenkt. Und das sieht man auch, jetzt gehe ich weg von den einzelnen Beispielen, an sehr, sehr realistischen Statistiken, die uns vorliegen. Die Firmeninsolvenzen haben einen Rekordzuwachs jetzt schon von 121%. Privatinsolvenzen, Zuwachs 36%. Und die Inflation, so schätzt man, wird den Trend in Richtung 10.000 weiterer Privatinsolvenzen für dieses Jahr ebnen. Das, was wir da erleben, geschätzte Damen und Herren, in der Teuerungsbekämpfung ist das Schlechteste aus beiden Welten. Es passieren nämlich immer dieselben Fehler. Einmalzahlungen senken keine Preise. Einmalzahlungen heizen die Inflation ein. Der Energiekostenzuschuss für Unternehmen, den Sie jetzt bewerben, diese 9 Milliarden, da gibt es noch nicht einmal Richtlinien. Die kommen frühestens im Sommer, wenn überhaupt. Und was passiert bis dahin? Einige Unternehmen werden Preise erhöhen, die das können, beispielsweise in der Lebensmittelbranche, und viele andere Unternehmen werden ihren Betrieb einstellen. Und wenn dann diese 9 Milliarden kommen, kann ich Ihnen eins garantieren. Die, die jetzt die Preise erhöht haben, werden sicher nicht die Preise dann wieder senken, aber die 9 Milliarden kassieren. Das ist auch Umverteilungspolitik dieser Bundesregierung. Und dann, geschätzte Damen und Herren, haben wir noch ein riesiges zweites Problem. Und das sind die Mieten. Die Mieten sind im letzten Jahr durch die gesetzlichen Erhöhungen um ca. 18,6% gestiegen. 18,6%. Und wenn die Regierung jetzt nichts dagegen unternimmt, wird die nächste Mieterhöhung der Richtwertmieten im April wieder 8,6% betragen. Zu den 18% dazu. Das heißt, in 2 Jahren sind wir dann bei über 25% Mieterhöhung. Dasselbe wird bei den Kategoriemieten sein. Auch die, wenn nichts dagegen unternommen wird, werden mit 1. Mai dann steigen. Das heißt, dass insgesamt an die 2 Millionen Menschen in Österreich binnen 2 Jahre eine Mieterhöhung hinter sich gebracht haben, die es überhaupt noch nie zuvor gegeben hat, zusätzlich zu den ganzen Preissteigerungen. Geschätzte Damen und Herren, und eins möchte ich auch noch Ihnen mitgeben, weil das wichtig ist. Die Mieten sind das Geld, das man dafür zahlt, dass man in einer Wohnung, die einem nicht gehört, sich aufhalten kann. Das ist nicht Erneuerung, das ist nicht Instandsetzung, das sind andere Kosten. Das sind rein die Mietkosten, die hier steigen. Dafür gibt es eigentlich keine wirkliche sachliche Begründung. Das ist auch noch etwas, was man dazu sagen muss. Wir schlagen vor, und das werden wir auch in dieser Sitzung per Antrag einbringen. Wir schlagen vor, dass die Mieten bis 2025 eingefroren werden. Bis 2025. Und dass in Zukunft die Mieten nicht mehr nach dem VPI, sondern mit dem Leitzinssatz der EZB und maximal 2% erhöht werden können. Das wäre einmal eine Umschichtung dieser Situation, die es den Mietern und Mieterinnen endlich ermöglicht, wieder ihre Wohnungen finanzieren zu können. Ich weiß nicht, ob Sie das gestern gehört haben, gestern im Radio gehört, dass es eine neue Statistik gibt. Eine 500.000 Menschen können sich das Heizen nicht mehr leisten in Österreich derzeit. Das kommt auch noch dazu. Und hier braucht es energische Maßnahmen. Das Zweite ist, es braucht einen Gaspreisdeckel, einen echten Gaspreisdeckel, so wie wir den seit Monaten vorschlagen. Die Haushalte und die Wirtschaft
braucht Preissicherheit im Gasbereich und im Strombereich. Sie müssen kalkulieren können. Und das geht nur mit einem Deckel. Das geht nicht, wenn man sich ausschließlich auf den freien Markt verlässt, so wie das unsere Bundesregierung scheinbar tut. Ja, und es braucht das temporäre Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Das braucht es auch. Und wenn jemand sagt, und dieser Vorwurf kommt manchmal, das wäre sozial nicht treffsicher, sage ich eins dazu. Ja, auch für den Reichen steigt der Preis der Wurstsemmel dann nicht. Aber ich glaube nicht, dass sich der Reiche deshalb 10 Wurstsemmeln kauft. Der wird auch nur eine kaufen. Aber für die, die nicht reich sind, sind Massensteuern wesentlicher Eingriff in ihre Lebensqualität. Wenn die sinken oder zumindest die Preise dadurch nicht erhöht werden, bringt es denen viel mehr, als wird es jenen bringt, die auf diese Sparmaßnahmen nicht angewiesen sind. Und das ist meines Erachtens auch weniger. Dann die CO2-Steuer. Wir haben Preissteigerungen im Benzinbereich, im Diesel erlebt, die weit über das hinausgehen, was eine CO2-Steuer je bewirken hätte können. Deswegen sind wir der Auffassung, das muss jetzt ausgesetzt werden. Jetzt noch künstlich durch eine zusätzliche Steuer die Inflation anzuheizen, bringt weder der Umwelt noch den Menschen auch nur irgendwas. Und wir wollen, dass eine Antiteuerungskommission eingesetzt wird. Eine Antiteuerungskommission mit echter behördlicher Kontrollfunktion. Die soll dann nämlich sicherstellen, dass diese milliardenschweren Hilfszahlungen, die kommen, auch in Form von sinkenden Preisen weitergegeben werden und nicht die Unternehmensgewinne noch massiv steigert. Geschätzte Damen und Herren, wir sind in einer dramatischen Situation und wir haben eine Bundesregierung, die diese Dramatik entweder nicht erkannt hat oder nicht sehen möchte. Es wird Zeit, dass dagegen was unternommen wird. Es wird Zeit, dass Menschen, die sich das Leben nicht mehr leisten können, wieder eine Perspektive bekommen, wie man leben kann in Zukunft. Es wird Zeit, dass die Frau A, die Frau D, der Herr R und viele andere nicht in der Nacht aufwachen und nicht mehr wissen, wie sie ihr Leben finanzieren sollen. Herzlichen Dank.